Ja Leute, was geht? Willkommen zu einem neuen Video. Jetzt weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll, weil eigentlich hatten wir den Anfang schon gefilmt, vor 2 Tagen. Und dann ging das Duke-Projekt los. Und jetzt habe ich beim Schneiden festgestellt, dass kein Ton aufgenommen wurde. Und das macht es gerade mega kompliziert. Und eigentlich wollte ich euch gerade ein anderes Motorrad zeigen. Denn KTM München Süd, von KTM München Süd ist ja auch diese Super Duke hier. Die haben uns noch eine Super Duke zur Verfügung gestellt. Das heißt, wir haben jetzt 2 Super Dukes. Die andere Super Duke hat aber einen Unfallschaden. Eignet sich deshalb bestens für den Turbo-Umbau. Ich habe ein paar Aufnahmen, die werde ich einblenden. Einfach nur, um euch zu zeigen, was für ein Schaden das bei KTM hat. Hier vorne am Tankspoiler ist irgendwie ein bisschen was gebrochen. Hier vorne ein paar Kratzer. Das ist übrigens eine schwarze Super Duke, die KTM München Süd uns da zur Verfügung gestellt hat. Dann ist die Felge vorne kaputt. Die ist gebrochen. Blende ich jetzt auch nochmal ein. Hier der Motordeckel hat hier einen Kratzer. Der Bremshebel ist auch ein bisschen zerkratzt. Der Endschalldämpfer fehlt komplett. Das Bike eignet sich wirklich perfekt, um damit ein bisschen Spielchen zu treiben. Ansonsten läuft sie aber. Fällt dir noch was ein? Vorne keine Lichtmaske. Genau, stimmt. Der Scheinwerfer fehlt auch. Deshalb, eigentlich wollten wir jetzt zum Max fahren, also vor 2 Tagen. Wir sind dann aber direkt zum Jan gefahren. Und eigentlich wollte ich auch einen Soundcheck machen, also einen Vergleich. Können wir jetzt auch nicht machen, weil die schwarze Super Duke schon im Geschäft steht und an der herumgebaut wird. Ich weiß, dass es jetzt direkt mit Sound von der schwarzen Super Duke anfängt. Deshalb machen wir hier mal kurz einen Soundcheck und dann kommt darauf direkt die schwarze Super Duke. Übrigens, wir sind ja jetzt wieder in Deutschland. Das heißt, jetzt kommen erstmal so ein bisschen Umbauvideos. Wäre natürlich geil, wenn ihr trotzdem dabei seid, weil ich werde euch natürlich auch auf dem Laufenden halten, sobald es wieder auf den Trip geht. Vielleicht geht es ja bald nach Italien oder Österreich oder wohin auch immer. So, jetzt machen wir hier mal kurz einen Soundcheck. Ihr wisst ja, die Super Duke ist sehr leise. Neueste Euronorm, Endschalldämpfer, Cut. Kommt ja bei der schwarzen alles weg. Und bei der schwarzen fehlt ja sogar der Endschalldämpfer. Und deshalb ist der Soundcheck einigermaßen interessant. Okay, man hat nicht allzu viel gehört, aber wir switchen jetzt zum Jan ins Geschäft. Also bis gleich. Jan, mach so. Komm hier, ist schon drin. Ja. So, wir sind nicht bei Max, sondern wir sind beim Jan wieder, der schon gerade fleißig hier am Abbauen ist. Aber wir waren noch im Baumarkt, wir haben ein paar Sachen gekauft, die zeigen wir jetzt einfach mal. Erstmal hier unser Turbolader. Der ist übrigens aus dem, was war das, ein 1.8er Audi? Passat, irgendwie sowas. Der wird aber noch ein bisschen modifiziert, damit der ein bisschen zurechtgeschnitten wird auf die Super Duke quasi, die ja jetzt hier schon im Hintergrund steht. Der Lars und ich, wir waren schon einkaufen. Wir haben hier ein paar provisorische Sachen, um den Lader zu positionieren. Das kann ich auch mal sagen. Was machen wir heute übrigens? Wir werden heute einfach mal gucken, wie wir den Lader positionieren. An welche Position, wie machen wir den fest und. Also Sachen, da machen wir uns Gedanken drüber. Der Jan hat gerade schon den Auspuff abgeschraubt. Das ist halt schon ein fettes Teil. So sieht der Auspuff von der Duke aus. Jan, du bist so groß, Alter. Ich muss so kämpfen, ja, Digga. Hä, bitte Weitwinkelobjektiv kaufen, damit der Jan... Guck mal, ich muss so machen, dann krieg ich alles drauf. Wenn ich so mache, ja, sein Kopf. Hier ist quasi, obwohl, da ist noch ein Stück, ne? 2 Stücke sind noch dran, genau. Hier einmal und einmal da. Quasi aus dem Zylinder und aus dem Zylinder. Dann ist das hier verschraubt und geht dann so, geht dann hier in den Cut rein. Und hier kommt natürlich der Endschalter drauf. So viel zur Abgasanlage. Kommt alles weg, bauen wir komplett neu. Zeigen, was wir hier gekauft haben. Und zwar so ein paar Sachen, einfach um eine provisorische Halterung zu bauen. Weil der Turbolader hat einiges an Gewicht und wenn er da so auf Dauer runterhängt, dann kann es sein, dass der abfällt. Das wäre natürlich nicht so super. Die Abgasanlage ab. Jetzt können wir mal gucken, wie wir den positionieren. Ja, du kannst ja mal gerade zeigen. Also so wäre nicht schlecht. Und dann drehen wir halt noch. Also das, die Seite, die kann man drehen, wie man möchte. Ja, genau. Wir können ja noch mal zeigen, wie der aufgebaut ist. Also hier kommen Abgase rein. Also wir müssen mit dem Rohr irgendwie hier raufkommen. Wir haben ja hier diese Platte, die ist übrigens selbst gebaut, die hat der Jan gezeichnet und dann lasern lassen. Kommt hier drauf, so. Dann haben wir dieses Stück hier, so eine Verjüngung quasi von dem Durchmesser vom Turbolader auf das Rohr, was wir später haben werden bei der Abgasanlage, die wir bauen. Und dann müssen wir hier irgendwie einen Krümmer bauen, der da drauf passt und da machen wir uns heute Gedanken drum. So viel dazu. Übrigens haben so viele geschrieben, ja, hier, so einfach ist das nicht, man muss das abstimmen, man muss dies, man muss jenes. Werden wir natürlich alles machen, dass das jetzt nicht so einfach ist, haben wir uns natürlich vorher schon gedacht. Sonst wird es ja natürlich auch jeder machen. Jan, willst du dich eigentlich noch vorstellen? Ich bin der Jan. Jetzt schrauben wir weiter ab. Lars, sag mal was da rein.
Warte, ich halte das Mikrofon jetzt komplett da rein. Warte, so. Hast du meine Schokolade geklaut? Mama, der hat meine Schokolade geklaut. Ja, das ist übrigens das Edelstahlrohr, was wir benutzen werden, um die Abgasanlage zu bauen. Ja, und hier muss ich auch noch aufmachen, da ist auch noch eine Schraube. Da ist auch noch eine Schraube, Jan, gell? Was wäre ich nur, was, das wäre ich nur ohne dich? Ich weiß auch nämlich. Hä? Wer ist das? Ja, die, die kennt man doch aus meinen Videos. Celia. Celia, hast du meine Schokolade geklaut? Oh, das ist die Verkleidung. Zack. So, Tank haben wir auch runter. Guck mal, hey, was ist denn das hier alles? Das ist der Luftfilter. Schläuche. Jetzt. Ah ja. Das ist sehr geil. Das ist richtig. Ist gut gemacht? Das ist richtig geil. Warum ist das geil? Also vielleicht können wir das mal kurz erklären. Oder wenn das so ist, wie ich das denke. Ist das geil für uns, oder? Auch. Aber das kommt eigentlich aus dem Rennsport. Das ist die Düse. Mhm. Die Drosselklappe hier unter, die hat zwei Einzeldrosselklappensteller, die geht auf. Da unten. Genau, und dann zerstäubt die Düse oben vor der Drosselklappe. Und eigentlich, wie ist es sonst? Eigentlich entweder im Saugrohr oder direkt drinnen. Also ist das Saugrohreinspritzung? Quasi. Okay. Und das sieht so heftig aus, wenn das läuft. Ich bin gespannt. Aber Saugrohr ist doch eigentlich geiler für den Turbo-Umbau, oder? Die Frage ist jetzt, guck, wie machen wir das mit der Düse? Wo setzen wir die hin? Wir brauchen hier ein geschlossenes System. Wir müssen es ja unter Druck setzen. Ah, du meinst, weil der Lader da reinpumpt? Ja, genau. Ja, okay. Jetzt ist die Frage, wie lösen wir das? Also es ist schon sehr kompliziert. Das alles zu erkennen ist wahrscheinlich ein bisschen schwierig oder würde alles sprengen. Versuchen wir das nur oberflächlich anzugreifen. Aber was ich jetzt schon mal interessant finde, und das können wir sehen, original zieht sich der Duke-Motor, weil es ja ein Sauger ist, die Luft von selber. Quasi, der Motor zieht sich einfach das, was er braucht. Und was wir jetzt machen, ist ja auf Turbo da umbauen. Das heißt, wir pumpen da Luft rein, quasi gezwungenermaßen. Und original saugt die Duke hier vorne die Luft an. Dann sieht man hier einmal so wie so eine Bank auf die Seite gehen und hier auch. Und dann, genau, geht das hier oben, dann sieht man hier wieder eine Seite und hier eine Seite. Und genau, dann wird die Luft quasi einmal durch den Luftfilter angesaugt und geht dann hier mit rein. Und wir müssen das System jetzt irgendwie schließen, weil hier pumpt ja jetzt ein Turbolader die Luft mit ziemlich viel Druck rein. Wie viel? Mit dem Ladedruck dann auch, oder? Dosedruck ist 0,5 bar. 0,5 bar, okay. Erstmal langsam rantasten. So, Treibe, warum muss nicht? Weil bei 0,5 bar wird da wahrscheinlich schon brutale Leistung rauskommen. Ja, okay, okay. Wir können jetzt einmal zeigen, wie das System arbeitet. Jetzt haben wir gerade herausgefunden, dass im Stand, wenn sie nicht läuft, die Drosselklappe nicht komplett aufmacht, aber man kann es quasi angedeutet sehen, was passiert. Also wir machen mal gerade die Zündung an. Oh, jetzt hat sie sich doch einmal komplett gestellt, oder? Ja. Mach nochmal aus und an. So, als Probelauf versucht sie sich wahrscheinlich einmal komplett zu stellen. Ja, da hat man es einmal gesehen. Jetzt. Ja, genau. Okay, so, ich weiß gar nicht mehr, was der letzte Stand war, aber wir wollten ja gucken, wie wir den Lader positionieren. Also hier pumpen wir quasi die Luft einmal hier oben rein. Wir können hier irgendwie eine Halterung bauen. Wir haben gerade schon gesagt, von hier unten raus müssen wir ein Rohr verlegen, hier nach oben. Wir müssen gucken, das hast du eben gesagt, dass sich die Abgasstränge nicht so bekriegen, weil ja, halt so, dass deswegen ein bisschen guter Abgasflow da ist. Genau, weil sonst kämpfen die ja gegeneinander an, das wäre blöd. Nicht so. Genau, können wir ja hier zeigen. So, wir hier von 2 auf 1 kommen. Und so müssen wir es quasi nachbauen. So, wir haben hier ein schönes Paket von Max. Max, wenn du das siehst, vielen Dank. Wir gucken jetzt mal, was hier drin ist. Oh, was haben wir denn da? Wir haben also alles hier, um Halterungen zu bauen. Wo? Oh, hier so, oder? Einfach ein Lader lang, ja. Das ist so ungefähr. Guck mal, perfekt. Oh ja. So, wir haben jetzt hier einmal eine professionelle Halterung dran gebrutzelt. Quasi fürs erste einmal so. Wird dann später noch schön gemacht, aber dann können wir wenigstens mal den Turbolader positionieren. Perfekt. Das passt doch schon ganz gut. Hier mal. Zweite Halterung. Okay, Jungs, kurzer Zwischenbericht. Turbolader hängt. Wir haben jetzt hier einmal unsere professionelle Halterung fertig. Turbolader kommt jetzt erstmal an diese Position. Dann werden wir gucken, wie wir die Abgasanlage bauen. Ihr müsst euch das so vorstellen, für alle, die nicht wissen, wie ein Turbolader funktioniert. Ich bin jetzt kein Profi, aber so kann man sich das in etwa vorstellen. Dadurch, dass die Abgase ja hier reinkommen, wird das Ding hier sich später drehen. Und das saugt dann Frischluft an, die dann wiederum hier hoch transportiert wird und hier reingeht, dann hier reingeht
und hier reingeht. Okay, so, das war jetzt die erste Folge vom Projekt Super Duke auf Turbolader umbauen. Wir können festhalten, der Lader ist in Position. Als nächstes müssen wir gucken, dass wir dieses Verbindungsstück hier, das Ding kommt ja dazwischen und hier kommt dann die andere Seite vom Krümmer dran. Da kümmern wir uns jetzt im nächsten Video drum. Ja, viel mehr können wir eigentlich nicht sagen oder an der Stelle nicht machen. Deshalb sehen wir uns einfach im nächsten Video. Ciao.